Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Potter und der Orden des Phönix. Hier mit mir, dem Orden des Phönix, hier mit mir, dem VAB und dem Orden des Phönix. So rum. Und ich habe gerade was festgestellt. Schleichwerbung, Hilfe. Ich habe gerade festgestellt hier. Mein Shirt hat einfach einen grauen Aufdruck, aber in der Kamera ist der einfach kunterbunt. Da teilen sich irgendwie die Farben drin. Das ist so absolut nicht zu sehen. Das ist übel fancy. Da war ich gerade echt erstaunt von der ganzen Sache. Oida. Ja, aber jetzt schaue ich mir mal das Spiel weiter an und bewundere nicht hier irgendein Shirt und mache nebenbei Werbung dafür. Es ist nicht Ziel der Sache, sondern wir dürfen heute mal wieder Überraschung, DA-Mitglieder suchen, yay. Ich hab gar keinen Bock. Und wen haben wir denn da alles? Hausaufgaben helfen. Könnt ihr mir jetzt nicht erzählen? Also nicht for real. Ist es dein scheiß Ernst, Liebesspiel? Dann schauen wir da jetzt mal nochmal hin und überprüfen diese Sache. Also, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich will mein Geld zurück. So, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Also, wenn wir jetzt tatsächlich diese Challenge nochmal machen müssen, dann bin ich heute schon wieder dezent schlecht gelaunt. Und ich bin heute schon schlecht gelaunt, weil heute ist der lumpige Donnerstag bei mir. Und ja, der ist halt dieses Jahr nicht, ne? Also heute könnte so ein schöner Tag sein. Einfach mal wieder ein bisschen was feiern und so. Bin jetzt zwar nicht der Typ, der immer groß feiern geht. Also ich kann jetzt absolut nicht jedes Wochenende weggehen. Das würde ich absolut nicht packen. Das wäre mir deutlich too much. Aber sowas wie ein lumpiger Donnerstag, was da einmal im Jahr ist, sowas gefällt mir dann halt schon auch mal ganz gut. Und da bin ich dann schon auch gern mal unterwegs. So, einmal durch die Stadt und beim Umzug vorbei danach noch ins Festzelt gehen und so. Das ist schon immer eine coole Sache. Und ja, inzwischen geht diese ganze Corona-Lockdown sonst was kacke. Ach ne, falscher Weg, ja. Ich sehe es schon, Hermine, sei still. Und inzwischen geht diese ganze Kacke jetzt ein Jahr lang. Und ja, langsam fuckt es mich wieder zunehmend ab. Also es war so am Anfang, war es irgendwo einen Moment nochmal ganz cool. So, yay, daheim bleiben und so ein bisschen entspannt, keine Schule und so. Und dann so, okay, das geht jetzt 6 Wochen lang, alles entspannt, kann man mal mitnehmen, diese 6 Wochen. Aber ja, dann hat sich das immer länger gezogen, dann hat es angefangen abzufacken, dann habe ich mich irgendwann mal dran gewöhnt, so an die Situation sozusagen. Und ja, inzwischen zieht sich das halt so lang, dass es mich jeden Tag aufs Neue aufregt eigentlich. So, ach, das hier ist Colin. Hä, wieso ist dieser Challenge dann schon wieder da, was soll das denn? Und wen juckt das? So ein dummer Sack hier. Jetzt wollte ich ihn schon als dummen Hund bezeichnen, aber Hunde sind gar nicht dumm und er ist schon dumm. Ich sehe halt mal wieder nicht. Harry, hallo, was machst du hier? Ich hasse diese Ansicht von dem Spiel. Mann! Ja, ich weiß nicht mal, ob ich da richtig hochcaste. Lol, okay, die wollte ich eigentlich gerade noch nicht mitnehmen, aber dann mache ich es halt jetzt. So einmal. Ey. Ja, diese Ansicht hier ist fürchterlich. Ich muss nochmal eine Runde drehen, damit ich hier mit der Kamera in einen besseren Winkel komme. Ja, genau so. Ach so, das Ding da oben ist schon abgebrannt, okay. Ja, von hier geht es dann deutlich besser, als wenn ich so nah dran stehe. Ey. Hallo, ich möchte die bitte einfach... Hilfe, die Sensi ist fürchterlich. Ja, von hier geht es dann deutlich besser. Vor allem, dass es, meine Maus wird hier vollkommen lahmgelegt in diesem Spiel. Alle coolen Funktionen, die meine Maus hat, funktionieren in diesem Spiel auch einfach nicht. Also, ich habe hier eine festgelegte Sensi. Ich kann hier nicht hoch und runter gehen, um da irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken. Ich habe hier nicht meine coole Taste, wo ich die auf ein Minimum runtersetzen kann, um solche Aufgaben hier irgendwie besser zu machen. Hallo. Meine Güte. Oh, Hilfe. Ah! Das hier ist mein professionelles Blatt, was hier die Helligkeit reguliert. Und das ist gerade einfach weggeknickt. Ja, so ist besser. Weil dieses Licht ist immer zu hell. Und dann habe ich da jetzt einfach so ein Blatt Papier davor getan. Und das hat sich gerade umgefalten. Und Mann, heute nervt mich dieses Spiel echt schon wieder.
So, weil dann laufen die mir in... Nein! Der Harry dreht sich immer irgendwo hin wieder. Weil dann laufen wir die immer hinterher, blockieren aus der Richtung dann so die Sicht auch noch. Dankeschön. Dann dreht sich das auch nicht mehr zurück, da muss ich immer die Riesenrunde laufen. Ja, das versuche ich ja gerade. Hallo. Harry, ey. Komm ich hier jetzt rüber? Ah, nee. Ja, aber ich krieg's halt auch nicht näher hin. Das ist schon wieder so eine Rotze, diese Folge hier. Da schaue ich mal, ob ich hier den Fortschritt vielleicht dann sogar einfach... Okay, es ist ja eigentlich nicht mein Fortschritt, ob ich hier den Part aus der Folge rausnehme, um das euch zu... Nein! Das ist nicht annähernd da, wo ich es hingeliftet habe. Ja, das schaut schon besser aus. Nein! Ey! Wieso nimmt er die Bank hier hinten? Die ist so weit weg. Aber trotzdem dieses Spiel so... Oh, da hinten ist eine Bank. Lass die nehmen, anstatt die, die da nahegelegen dort steht. Oder nahe... Nahegelegen steht? Keine Ahnung. Hallo! Also, heute verstehe ich es mal wieder echt nicht. Beim letzten Mal konnte ich die so clean da einfach davor hinstellen. Und jetzt rotiert die wieder... Sonst wohin? Da schaut euch das an. Kann ich ohne Bank da irgendwie hochkommen, weil es nervt mich schon dezent, aber ohne Bank ist Harry dann auch zu inkompetent. Da, wenn man... Nerv mich nicht! Mann! Dummer Sack. So. Also keine Ahnung, was es heute schon wieder soll, aber es nervt mich dezent. Wieso hüpft diese Bank da einfach nochmal blöd rum? Also ist ja nicht so, als wäre so eine Steinbank... Ist ja nicht so, als hätte so eine Steinbank auch ein gewisses Gewicht und würde nicht wie ein Flummi noch hinterher ein bisschen rumspringen, bis sie dann irgendwo steht, wo man sie nicht haben will. Aber dieses Spiel hat hier seine eigene Physik und seine eigene Logik und ähnliches. Ah, das... Meine Fresse! Ich darf halt nicht in einen gewissen Bereich von dem kommen, ansonsten nervt er wieder direkt rum. Das ist so fürchterlich. Nachdem mir die ganze Zeit nach... Nachdem mir die ganze Zeit auch nachlaufen, komme ich ständig in Interaktion mit denen. Das ist so eine nervige Kacke hier. Hallo. Dankeschön. Jetzt. So, Ansicht. Magst du vielleicht ein bisschen... Als ob Harry jetzt nicht von dieser Bank da hochkommt. Ja, du hast es geschafft. Was macht ihr da unten? Die heben schon die Zauberstäbe, so als wäre ich gestorben. Die sehen hier meinen Tod schon kommen, wenn ich hier oben bin. So. Welchen Part von unserem Team übernimmt er dann genau an dieser Stelle, wenn er meinte, er sind oder wir sind ein großartiges Team? So ein Witzbold hier, aber ein ganz unwitziger.
Ah, shit, ich muss erst auf der anderen Seite hoch, um das zu reparieren. Selbst die Kommentare von dem nerven mich einfach nur. Meine Güte. Ach ne, jetzt bin ich sogar zu weit. Noch einmal. Hallo. Ich kann doch hier irgendwie. Ja, 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 ja. Endlich. So, weiter geht diese spaßige Reise. In dieser spaßigen Folge. In diesem spaßigen Spiel. Meine Güte, jetzt kommt auch wieder nur Musik. So. Ja, zumindest sagt sie mir heute, während ich noch oben stehe und nicht nachdem ich runtergeklettert bin. Aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Hä, wie soll ich die denn jetzt bekommen? Hallo? Ah. So, und jetzt schmeißen wir das Ding hier runter und hoffen, dass es... Oh, das schaut gut aus. Dass das kaputt geht. Das weiß ich. Und ihr anderen seid einfach nur Kacke. Also, nicht ihr, sondern die da unten. Dass das klar ist. So. Jetzt darf ich den ganzen Weg hier auch wieder runtergehen. Der wird jetzt zumindest etwas weniger schlimm. Juhu. Ey, das ist aber enttäuschend. Letztes Mal ist Harry hier so cool runtergeslidet. Und jetzt geht's hier so lahmarschig vor sich hin. Ach komm, ab hier kannst du springen. Da brichst du dir höchstens einen Arm. Das kriegt Madame Pomfrey schnell wieder hin, solange Lockhart nicht zur Stelle ist. So. Also da hat Neville schon ganz andere Höhen zurückgelegt. Da, eine halbe Folge schon wieder. Für nichts eigentlich. So ein Müll hier. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du es da jetzt nicht runter schaffst. Danke. Harry, Potter, help me get my camera back. Dennis will be so jealous. Harry, do you think you could tell him the story of how you got my camera back? Maybe Harry will tell Dennis if you bring him to the DA meeting. Yeah, of course. I'm not going to miss any of those meetings. Harry, you're going to be a great teacher, I know it. Come to the room of requirement on the 7th floor. Yeah, okay, I'll be there. Is it okay if I bring my camera? No, probably not. We don't want photos of a secret meeting. I won't bring it then. Great, no problem. Thanks again, Harry. I'll see you later. Bye. I think he's eaten too many chocolate frogs. So ein nerviger Sack. Yes. Well, at least they both believe Harry. We need as many people on our side as we can get. Hallo, ich kann die gerade nicht öffnen, okay, weil Hermine noch gelabert hat. Das war eine dezent. Sollen wir dem jetzt nochmal in den Arsch kriechen oder was wird es hier? Colin Creevy wants to learn Petrificus Totalus. In welchem Jahrgang ist denn der bitte? Der kam, glaube ich, 2 Jahre nach mir in der Schule. Der müsste in der 3. Klasse oder so sein. Und meinte auch gerade eben, er wünschte sich, er könnte auch solche Magie ausführen. Harry ist da hochgeklettert und hat Wingardium Leviosa gelernt. 1. Klasse. Also der Typ gehört von der Schule geschmissen. Ernie will immer noch irgendwas. Ich dachte, das hätte ich gemacht. War das nicht das mit der Alraune? Hä? Auch die habe ich doch schon, oder nicht?
Ich verstehe es nicht, wieso so manche Sachen nicht gespeichert werden, demnach anscheinend, keine Ahnung. Dann gehen wir da jetzt auch, ey Harry, gehen wir da jetzt auch nochmal vorbei, schauen da mal, was Sache ist. So, Viadukt, genau. Ja, 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 einmal hier rein und einmal hier außen rum. Ach lol, die eine hat gerade Hermine beschimpft, oder? So, dann schauen wir mal. Ey, also wie Harry auch nicht laufen kann, sondern wieder immer irgendwie seine Schritte umdreht in irgendeine beliebige Richtung. Nervig. Hallo? Ach, da steht die, Leute. Ich dachte schon, die ist weg. Ja, das ist doch absolut die gleiche. Also, was machen wir hier schon wieder? Und Harry ist so ein bisschen Abstand. Oh, weit hin läuft ja gut hier. Es ist doch heute sogar Valentinstag, oder? Ich glaube, das dürfte heute sein. Also, da bin ich normalerweise nicht ganz so informiert, weil es mich einfach gar nicht interessiert. Aber ich glaube... Ich glaube, wenn diese Folge online kommt, das müsste heute sein. Ja, kommt hin. So, dann mal wieder hier drauf geguckt. Dann haben wir das jetzt auch ein erneutes Mal abgeschlossen. Nein, nein. Okay, da kommen wir wohl nicht drum rum. Da müssen wir nochmal hin. Der braucht Hilfe. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Ernie, weil der ist auch rot. Dienen zwar auch, aber ja. Habe ich mich jetzt so dafür entschieden und da gehe ich eigentlich schon in die falsche Richtung. Wow. So. Oh, wie die hier alle gegen mich irgendwas sagen. Alle am Haten nur. So. Okay. Bin ich mal gespannt, wo es hier lang geht. Ne? Ach, der war es auch nicht. Ah, und hier fällt wieder die Treppe. So. Noch eine Treppe hoch. Was will ich denn da ganz oben? Ich dachte, Ernie ist hinten bei Hagrid an der Hütte unten. Wieso so weit hoch hier? Ach so, da geht's dann hier oben durch. Aber wieso geht dieser Gang nur hier oben lang? Wieso gibt's denn nicht irgendwo weiter unten eine Verbindung? Das verstehe ich nicht. Hogwarts ist komisch. Da könnte man eigentlich meinen, das ist ein originaler Soundtrack. Aber nein, ist es nicht. Also ganz am Anfang in der ersten Folge dachte ich ja auch, das wären originale Soundtracks hier drin. Aber tatsächlich nicht. Ich benutze ja auch teilweise ein LBFB. Habe ich mir mal ein paar mit reingezogen. Da muss ich auch mal schauen, wenn ich jetzt dann die Zeit finde, dann aktualisiere ich auch mal die Soundtracks wieder, damit da einfach das Ganze ein bisschen sich mal durchwechselt und nicht immer nur die gleichen Sachen laufen. Aber es ist dann doch immer ein bisschen zeitaufwendiger, weil ich die auch von der Lautstärke dann immer ein bisschen manuell mit anpassen muss, dass es dann ja so auf ein Level kommt, weil man kann zwar im Kompressor so die Soundtracks, also mehrere verschiedene Tracks, kann man so auf eine Lautstärke runtersetzen lassen oder halt hochsetzen, je nachdem. Also dass man sagt, so und so viel Dezibel, dann wird geschaut, jedes Lied hat da so eine Lautstärke, dann wird das alles da hochgesetzt, aber es ist halt innerhalb der Lieder schwankt es halt hier schon zu sehr. Es ist halt immer bei diesen richtigen Soundtracks, bei diesem Orchesterzeug und was hier alles ist, da fängt es manchmal hier, wie gerade eben jetzt, so ganz leise mit einem einzelnen Instrument an oder so. Und dann im selben Lied haut da auf einmal das ganze Orchester in die Trommeln rein, dass man denkt, einem haut die Ohren weg. Und dementsprechend muss man da immer ein bisschen manuell rangehen, zumindest mit den Möglichkeiten, die ich habe. Also da gibt es bestimmt irgendwas an Software, was es auch so könnte. Aber ja, ist dementsprechend halt immer ein bisschen Aufwand, das zu machen. So, was willst du jetzt mal wieder? Wieso hat er kein Gesicht? Er schaut nicht gut aus. Hallo? Ah. Bitte was?
That's all we're missing, Harry. Moly plants. They're black stem white flowers that grow in the grounds. Oh, und wo finde ich die? Wie soll ich das denn finden? Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Hier ist irgendwas. Ah, dann A. Ah. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Irgendwas war hier gerade. Jetzt muss ich wieder leiser machen. Ah. Ja, hier. Ah, hier unten ist irgendwas im Boden. Ja, es war jetzt zu leise. So. Wo finde ich denn noch welche von den Dingern? Ah, da ist eine. Aber dann sind das schon mal die richtigen. Dann habe ich da seine Beschreibung sogar verstanden. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Ich muss sagen, ich finde Hermine ihr Englisch beeindruckend. Das ist jetzt nicht das typische Oxford-Englisch, wie die das ausspricht. We need, keine Ahnung, wie viel more plants. You're going to get those moldy things, Harry. Brilliant, Harry. We only need two more. I know Harry. Ah, jetzt hat sie das Wort nicht gesagt. We can count to five. This would be a good place to look. Ja, das habe ich auch erkannt. Wieso können wir hier nicht einfach die Hausaufgaben schwänzen? Also Harry hat ja deutlich spannendere Sachen zu tun, als Hausaufgaben zu machen. Ach so, wir haben das jetzt nur für ihn gemacht. Wir haben jetzt seine Hausaufgaben auch noch gemacht. Habe ich das hier richtig verstanden? Das sehe ich mal wieder absolut nicht ein, wenn das so ist. Was sagt denn die Folgenlänge? Okay, bald können wir hier wieder aufhören. Eine so sinnlose und ereignislose Folge mal wieder. Ich entschuldige mich dafür und schiebe die Schuld offiziell auf dieses Spiel. So. Five moly plants and some mandrake root. Tremendous. If you leave them with me, I'll get them ready for the lesson. Great. See you in the room of requirement for the DA meeting. Wunderbar, dann haben wir damit jetzt. Wieso kommt diese Anzeige nicht, dass wir eine mehr gefunden haben? Hä? Wieso steht das immer noch dort? Ja? Sprechen wir nochmal mit ihm? Da haben wir einfach Verschwindibus mit ihm gemacht. Ja gut. So, wen haben wir jetzt noch? Zwei Leute fehlen. Flitwick gehört nicht dazu, sondern Dean Thomas und Colin Creevy. Keine Ahnung. Ah ne, den gibt's auch noch, aber hä? Ach ne, oder ist Colin sogar... Ist das hier der Raum der Wünsche? Ich weiß es gerade nicht ganz sicher. Ich markiere den mal kurz und gucke hier einmal auf die Map, weil eine neue Challenge brauchen wir jetzt eh nicht mehr starten. Ne, falsche Sache. Wo haben wir es denn? Wie hieß der denn überhaupt nochmal? Ach so, mit Room unter R dann. Room of Rewards? Hä? Ich dachte eigentlich Requirement. Room of... Ach nee, das war hier ein extra Raum. Stimmt, der war ja da hinter einem Porträt oder hinter einer Tür oder so auch. Ich habe den jetzt gerade mit dem Pokalraum verwechselt. Keine Ahnung. Dann führt unser nächster Weg jetzt anscheinend zu Dean Thomas. Dann müssen wir dem jetzt helfen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr diese Folge, weil ja, die Folgenlänge lässt es jetzt nicht zu und ich habe da auch absolut keinen Bock mehr drauf. Ich bin froh, dass ich die Folge jetzt auch mal wieder rum habe. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass diese Folgen jetzt wenig spannend sind, weil einfach nichts passiert und teilweise Sachen zweimal passieren, also keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war mit den beiden Leuten, dass wir die heute gleich nochmal finden mussten. Ja, ist eine blöde Sache, aber ich hoffe, dieses Spiel nimmt an Spannung demnächst auch wieder zu, sobald die DA dann einmal zusammen ist, was hoffentlich in der nächsten Folge der Fall sein wird. Und ja, ab dann wird es ja, denke ich, auch spannender, dann läuft mit Joe mal langsam wieder was, dann greifen wir mal kurz Arthur Weasley an. Ja, und dann irgendwann kommen wir ins Ministerium, also Potenzial hat die Story ja, was das Spiel daraus macht, wir werden sehen, aber damit auf jeden Fall, bevor ich das jetzt hier noch groß ausführe, danke fürs Zuschauen, vor allem bei einer solchen Folge
Und dann hören wir uns demnächst wieder am... Nee, wir hören uns nicht demnächst wieder, weil ich keine Folge bis Mittwoch mehr hinbekomme. Aber würde mich freuen, wenn ihr bei LBFB vorbeischaut. Vielleicht kommt es auch euch mal ganz angenehm, wenn da ein paar weniger Videos kommen und das Ganze nicht so vollgestopft ist innerhalb von einer Woche. Weil zumindest bei mir in der Schule, ihr habt es ja mitbekommen, ist gerade einfach ein bisschen was los. Und vielleicht ist bei euch diese Zeit ja aktuell nicht viel anders. Ja, jetzt auf jeden Fall endlich mal. Macht's gut, Leute. Haut rein und bis demnächst. Ciao.